Also dann Pocket 5er, Min-Race und du kriegst den Re-Steal. Und der Gegner 3 bettet 20-25%. 20% gegen den Button, ja. Okay. Ja genau, ja. Jetzt ist erstmal die Frage, was ich hier für einen Plan habe. Ich glaube, ich hatte gar keinen Plan. Okay. Ich habe mir einfach gedacht, ich call mal, ich meine $6, also in Ordnung. Für Set. Ja. Ich glaube, mein Plan war Set-Value oder was weiß ich, oder dreimal zu callen, irgendwas dafür. Mein Plan war, ein Set zu treffen und wenn ich es nicht treffe, dann dreimal zu callen. Weil der hat nur, ich denke mal, 24% Fold-to-4-Bet. Oh, falscher Spieler. 33. 33%, ja, okay. Nein, kann man auch sagen, ich meine... Guck mal, was er C-bettet im 3-Bet-Pot unten. Ja, gut, ne? Ich meine, ich glaube, ich habe mir einfach die völlig falsche Hand dafür ausgesucht, um dreimal zu callen. Ich glaube, ich sollte das vielleicht tatsächlich mit einem guten Ass machen, Ass-Bube, und das Ass treffen und dreimal callen, oder halt wenigstens mit 10er-Buben dreimal callen. Ja, 5er ist es so oft echt auf verloren im Posten. Glaube ich auch, ja. Naja, der Flop kommt. Wie halt Flops so aussehen. Auf Set-Value gehst und dann hat man und dann wird man kreativ. Ja. Ja, und ich call halt einfach dreimal. Das ist ja sehr... Ich hab mich so weggeschmissen nach der Hand, war. Also ich sag ja, ich hab keinen guten Plan gehabt für die Hand. Ich glaube, ich habe die Hand auch absolut schlecht gespielt, aber deswegen ist es die Hand des Tages geworden. Was geht ab, ey? Der hat mit Pocket 4er durchgeschossen und wurdest du im Chat vergewaltigt? Nein, oder? Überhaupt nicht. War sehr begeistert. Glaubst du, dass der Spieler noch weiter Poker spielen wird? Ja, das ist eh ein Regular. Der hat mir nicht mal Krebs an die Backe gewünscht. Echt? Ja, nicht mal den Wahnsinn. Klassiker. Ja. Wow. Der wird sich doch so in den Arsch gebissen haben am River, oder? Wenn er sich da Pocket 4er anguckt, ey. Wow, was geht ab, ey. Ja, also absolut ja echt, schlecht von mir. Aber gegen solche Spieler kannst du dann eigentlich komplett anfangen, Asse, König, alle Value-Hände einfach nur zu 3-Bet und zu callen. Auf jeden Fall, ja. Stell dir vor, da ist der Pocket 9er gehabt, das wäre nämlich super nuts gewesen. Ja, total. Eine getroffene 10 oder eine getroffene 8. Ey, das ist jede 8 geschlagen und 7er, 6er, 5er und 4er. Hä? Schon krass, ey. Und jede Overcard-Kombination. Ich meine, wenn man sich die Fünfer hier anguckt, ja, also ich meine, der hat ja auch Tonnen Broadway-Kombos in seiner 3-Bet-Range, ja. Also die Broadways kommen ja auch alle nicht an. Kommt alle nicht an, aber. Ich glaube, Fünfer ist viel zu schlecht dafür, ja. Wow. Nein. Das war die Hand des Tages. Das war eine Hand des Tages, ja. Nice, ey.